Servus, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, dem Ilias. Wir spielen Vikings Wolves of Midgard. In der letzten Folge haben wir endlich die Gaben der Stufe 2 ausgerüstet und jetzt, ich gucke kurz ins Inventar, dass das schön leer ist. 75 von 99, so habe ich nicht. Ah, ich habe so viele Ringe. Kann ich denke ich loswerden? Wahrscheinlich oben. Die tun wir noch kurz weg, die Ringe, und dann machen wir eine Hauptmission weiter. So. Ich nehme mal an, dass ich sie dort verkaufen oder zerlegen kann. Oder? Oben. Habt ihr Runen, die ihr zu gravieren wünscht? Nein. Lasst mich eure Wunden salben. Ah, da. Oder? Genau. Sehr schön. Okay, die kann ich nur verkaufen. Ah, nee. Nicht bekommen. Ist weg. Ich dachte schon, das gibt's ja gar nicht. Ein Inventar. Aber mit geringer Ewigkeit auffällt. Aufgeht. Nein, das ist logisch. Die lassen wir alle drei da. Die tun wir weg. Ich bin zufrieden mit dem Räuchchen. Ehrlich gesagt, ist das besser? Das ist noch besser. Ups. Nur weil meins blau ist. Ja, die Regeneration, wenn ganz ehrlich, irgendwie bringt es nicht so arg. Das behalte ich, dann lasse ich das schon. Toll. Sammlerstücke, die bringen Gold, oder? Oh, aber auch Eisen teilweise. Hm, dann verkaufen die auch noch, oder? Was haben wir da ausgerüstet? Das hier. Wollten Sie eine Waffe mitnehmen? Das war doch cool. Dann gehen wir mal schnell zum Händler. Ja, das mit maximalen Zutaten möchte ich jetzt nicht behalten. Das passt ja. Oh, ich darf viel Zeug dran. Ich glaube, ich habe mir das noch nie angeschaut. Wahrscheinlich habe ich jetzt Sachen verkauft, die besser sind. Wein. Okay. Und nur noch die Schärfe her. Das ist nicht so viel. Jupp, passt. Oh, jetzt haben wir richtig viel Eisen. Richtig viel. Jetzt gucken wir mal, was brauchen wir eigentlich, um das Ganze auf Stufe 3 zu bringen? Okay, das dauert noch eine Weile. Ach ja, den Händler wollte ich doch eine Stufe aufwerten. Vielleicht. Was kann ich für euch tun? Oh. Fehlt Holz und Eisen. Okay. Mist drin, oder? Was da schaut? Nö. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz zu ihm. Braucht ihr eine neue Rüstung? Ja, den Schuppenpanzer wollten wir mal, ja? Den holen wir uns. Da ist schon ein ganzes Stück besser. Gibt es gute Effekte. Okay, immerhin Runen könnt ihr hier rein tun. Plus 3% Gaben und ist gut. Das ist gut. Ich bin langsam. Na, schade. Mal zu erwarten.
Sieht genau gleich aus. Schade. Das hat gar nicht so gehabt, ne? Das sieht doch gescheit aus. Nee, also, los geht's. So, ups. Mal gehen wir los. Paladin-Kreuz zurück. Ich weiß nicht. Ich bin nur immer überlegen. Halt, die Story geht weiter. Oder? Ja. Die Swanung erspähten die fremden Segel auf See, noch lange bevor die Fremden auf ihrem Boden anlandeten und riefen umgehend nach Beistand. Es gibt viele sichere Häfen, solange ein Swanung am Steuer ist. Und so erspähten die Eindringlinge in metallenen Rüstungen nicht die Ankunft des Langschiffs der Ulfung. Hoch oben von der Hügelfestung erblickte der Häuptling, wie der Feind befremdliche hölzerne Apparaturen unter ihnen errichtete. Beeilt euch, Ulfung! Wir werden angegriffen! Von diesen metallenen Bestien? Es ist ein Wunder, dass sie sich in diesen Rüstungen überhaupt bewegen können. Ihre Krieger stellen kein Problem für uns dar. Aber diese hölzernen Bauten, die unsere Siedlung angreifen, sind mir nicht vertraut. Ich fürchte ihre Standhaftigkeit nicht. Aber sie sollten meine fürchten. Führe uns für die Clans von Thule. Die Mauern sind zerstört. Macht euch bereit für den Kampf. Cool. So schnell habe ich glaube noch nie einen eisernen Schädel gefunden. Achso, das war uns. Cool. Oh, so ein zweiter. Okay. Gebietet uns Schuss! Ihr scheint ja verantwortlich zu sein. Niederstrecke wird dann der Angriff auf. Du konntest mir nicht oder? Mal einen Panzer versetzen. Oder nicht? Oder den Befehl zu besiegen. Für den Gott der Götter!
ist alles gut. Hier ist nicht so klein. So, wie viel die Einblende? Seit wir Gaben Stufe 2 haben wir uns ein bisschen ausgesammelt. Ich finde, ja, es geht jetzt ein bisschen besser ab, das muss ich schon echt sagen. Ich muss sie flankieren. Wer flankiert hier wen? Achso, halt! Ich habe hier meinen. Das muss ich anlegen. Ja, der ist besser. Ein ganzes Stück sogar. Und er sieht cool aus. Yay. Yeah. Naja. Jetzt können die ja mir gar nichts mehr machen. Also. Ja. Das ist eine Entwicklung, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich kann so tun, was ich gerne will. Zeit, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid! Oh, dann muss ich wieder laden. Hat er doch. Ziemlich viel draus.
Oh, cool. Ja, sehr nice. Sieht abstechen. Oh. Schauen wir gleich mal an. Das mächtige Dröhnen vom Horn der Händlers Gjallarhorn schadet Gegner in der Umgebung, betäubt sie. Okay. Schaden an die. Kann man das mal ein bisschen testen? Und das ist zwar cool mit dem Heilen, aber momentan brauche ich auch keine Heilung. Sieht eigentlich aus, als ob ich gut aufgestellt bin. Echt? Du. Vielleicht schon genau hinschauen, ob da diese Kiste ist oder so. Okay, dann weiter. Tod dem Falken Ulfungs!
Also, Ritter. Wir kämpfen, okay. Zum Lebensraum, gut. Gerne. Für die Vanir! Nicht mal eine Fleischwunde! Oh ja, wir können Level abbauen. Das ist richtig cool. Und wir haben ja auch noch einen Skill, den wir bekommen müssen. Dann musst du den möglichst bald bekommen. Ich gucke, ob der noch was taugt. Momentan größtenteils klar. L2, also diesen Schwung. Und Apfel mehr brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht noch das hier. Der einzige Gott hier geht rüber! Jetzt wirklich? Das ist aber irgendwie enttäuschend. Bei den Vanir schwöre ich, ihr werdet mich nicht aufhalten. Die Vanir? Ihr braucht bessere Götter, wenn ihr mich aufhalten wollt. Nur noch einer. Warum habt ihr nicht? Ja! Ich habe es euch gesagt! Meine Götter sind stärker! Nee, das ist schon okay. Nimm den alten Maschinenbestand. Oh, ja gut. Die Fehde in Asgard zwischen den Aesir und den Vanir erstreckte sich also erneut bis an die Küsten Midgards. Der Kreuzzug der Paladine trachtete nach einem vergrabenen Runenstein, aber wie sie davon Kenntnis erlangten und wofür sie ihn einzusetzen gedachten, das vermochte ich nicht zu sagen. Doch die Zeit floss weiter, unaufhaltsam gen Konfrontation zwischen dem Imperium und den Clans von Thule. Dessen war ich sicher. Schon sinkt. Ja, blöd. Ich hab gedacht, ich kann jetzt erst noch die Zusatzaufgaben erledigen, aber nein, es ist gleich aus dem Level rausgesprungen. Schade. Ja gut. Wenn ich die Materialien brauche, kann ich auch die Prüfung der Götter machen. Hier, ein alter Runenstein für euch. Geht und bereitet das Portal vor, Runenschmied. Die Seherin sprach von zwei Runen. Meine Tochter prophezeite das Eisen in ihrer Vision.
Vielleicht griffen diese neuen Invasoren auch die Jarnung an? Das könnte euch wohl so passen. Na gut, ich gehe zurück in diese verdammten Sümpfe. Packt mir ein paar Heringe ein und ich mache mich auf den Weg. Okay, auf Level. Ganz wichtig. Blut abfangen. Mal weiter auf Schaden. Das gefällt mir. So. Okay. Da Level 10. Den Blitzen gefeiert. Blitzen und nichts als das Spielzeug erhöhte Resistenz gegen diesen Spielzeugen, sodass du dich auf das Zerstören verlegen kannst. Jetzt blitzresistent. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich schon so viel davon abbekommen habe, aber okay. Das kann man auch nicht. Haben wir schon. Müsste aber hier, genau. Schauen wir nicht. Okay. Ja. Okay, schade. Blut im Namen des Donnergottes. 3 Punkte noch übrig. Was ist denn hier bekommen? Da ist nichts frei. Oh, okay. Das machen wir. Das finde ich jetzt interessant. Ein Eber, der mir hilft. Hört sich lustig an. Nur die erste Welle bestellen. Machen wir die erste Welle und schreiben es ab. Ich möchte jetzt noch so zum Abschluss dieses Let's Plays machen wir noch eine Prüfung. Im nächsten Let's Play gucken wir, wie die Story weitergeht. Eigentlich
ich es falsch gemacht, oder? Für die Ulfung! Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. An dieser Stelle beenden wir das Let's Play. Nächste Folge machen wir dann direkt mal mit der Story weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Euer Ilias. Ciao.